Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Dänemark sind bei einem Zugunglück 6 Menschen ums Leben gekommen, weitere 16 wurden verletzt. Der Personenzug war auf dem Weg nach Kopenhagen, als er mit Ladung eines entgegenkommenden Güterzugs kollidierte. Die Ermittler vermuten, dass sich die Fracht im starken Sturm über der Ostsee gelöst hatte. Das Unglück ereignete sich etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Kopenhagen entfernt, auf der Brücke über den Großen Belt. Sie verbindet die Inseln Fünen und Seeland. Nach dem schweren Zugunglück sind die Ermittlungen zur Unfallursache angelaufen. Es gibt erste Hinweise, wie es zu dem tödlichen Unfall gekommen sein könnte. Offenbar haben sich Teile der Ladung dieses Güterzuges der Bahntochter DB Cargo auf der Brücke im Sturm gelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich einer der Auflieger komplett losgerissen. Ich kann bestätigen, dass einer der Trailer fehlt und dass dieser Trailer in Verbindung mit dem Unglück steht und den Zug getroffen hat. Mehr aber nicht. Mittlerweile sind Taucher im Einsatz und suchen nach Trümmerteilen im Wasser. Zum Zeitpunkt des Unglücks galten trotz des schweren Sturms über der Ostsee keine Einschränkungen für den Bahnverkehr auf der Brücke. Für eine Sperrung und das Einstellen des gesamten Zugverkehrs im Land wären Windstärken von 25 Meter pro Sekunde notwendig gewesen. Ab 21 Meter pro Sekunde hätte eine Geschwindigkeitsbegrenzung gegolten. Gemessen wurden laut dänischen Medien kurz vor dem Unglück aber nur 20,9 Meter pro Sekunde. Deshalb musste der Zug sich wohl nicht an eine Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Handyvideos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Augenzeugen schildern, was sich an Bord abgespielt hat. Kurz nach der Abfahrt gab es einen lauten Knall und die Zugfenster zersplitterten. Wir wurden zu Boden geworfen. Dann hielt der Zug plötzlich an. Wir hatten Glück und kamen so raus. Aber wenn ich etwas weiter vorne im Zug gesessen hätte, würde ich jetzt nicht mehr hier stehen. Dänemarks Regierungschef Rasmussen und Königin Margrethe haben den Angehörigen der Opfer inzwischen ihr Beileid ausgesprochen. Es ist das schwerste Zugunglück in Dänemark seit 30 Jahren. Nach der Autoattacke in Nordrhein-Westfalen ist gegen den Fahrer Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen worden. Der 50-jährige Deutsche war in der Silvesternacht in Menschenansammlungen gefahren. 8 Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen Ausländer. Als Motiv wird Fremdenhass angenommen. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Mann Kontakte zur rechtsextremen Szene hatte. Ein Augenzeugenvideo vom Berliner Platz in Bottrop. Sanitäter kämpfen um das Leben einer Syrerin, die von einem Auto erfasst wurde. Die Afghanin Melina Ismailzadeh filmte mit ihrem Handy gerade das Silvesterfeuerwerk, als der Kombi plötzlich ihre Freundin rammte. Sie ist aufgewühlt, entsetzt. Das war ganz schlimm. Wir sind ganz schlecht in neues Jahr gekommen. Mhm. Und da an der anderen Seite war unsere Nachbarin mit Kindern auf dem Boden. Sie war auch verletzt, ihr Kind auch verletzt. Der Fahrer verletzt 8 Menschen. Eine syrische Familie, ein 10-jähriges Mädchen aus Syrien, ein 4-jähriger afghanischer Junge und seine Mutter. Das sind sie, Shakiba und ihr Sohn. Sie hatten Glück, sie sind mit Prellungen davongekommen. Die Mutter will nicht erkannt werden. Ich will nicht mehr zu solchen Feiern nach draußen gehen, auch nicht mit den Kindern. Ich habe Angst, dass so etwas noch einmal passiert. Ich will das nicht mehr. Gelbe Kreuze markieren die Tatorte. Der Tatverdächtige, ein Deutscher. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wegen mehrfachen Mordversuchs. Sein wahrscheinliches Motiv: Rassismus. Sowohl bei der Festnahme als auch nachher bei den ersten Befragungen des 50-jährigen Mannes hat er fremdenfeindliche Äußerungen von sich gegeben. Welche Rolle seine psychische Erkrankung spielt, werde überprüft. Die Landesregierung ordnet seine Tat politisch ein und sieht ein grundsätzliches Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir das Klima in der Gesellschaft nicht völlig vergiften und dann Rassisten auch durchknallen, wie das jetzt in Bottrop der Fall gewesen ist. Wir sollten insgesamt in der Sprache, aber auch in den Handlungen abrüsten. Hinweise auf Mittäter oder Mitplaner der Angriffe gibt es bislang keine.
Nach Angriffen von Asylbewerbern auf Passanten in Bayern hat Innenminister Seehofer seine Forderung nach schärferen Abschieberegeln bekräftigt. Wenn Asylbewerber Gewalttaten begingen, müssten sie das Land verlassen, sagte er der Bild-Zeitung. Dazu werde er Gesetzesvorschläge machen. Kritik an dem Vorstoß kam von Linken und FDP. Bei dem Vorfall am Samstag in Amberg sollen 4 junge Männer aus Afghanistan und dem Iran 12 Menschen verletzt haben. Die Bundeswehr will das neue Transportflugzeug A400M künftig auch in Bayern stationieren. Das kündigte Verteidigungsministerin von der Leyen heute bei einem Besuch des Fliegerhorsts Wunsdorf bei Hannover an, der bisher einziger Standort ist. Dort informierte sie sich über Fortschritte bei der Auslieferung des Militärtransporters, die von jahrelangen Verzögerungen geprägt war. Zu viele Verzögerungen, zu viele Pannen, zu teuer. Der Transportflieger Airbus A400M galt lange als der Pechvogel bei Rüstungsgroßprojekten der Bundeswehr. Doch dieser schlechte Ruf soll nun aus der Welt geschafft werden. Heute kam die Bundesverteidigungsministerin zum Transportgeschwader 62 in Wunsdorf, um formal die 25. Maschine in Empfang zu nehmen und um einen zweiten Standort bekannt zu geben. Denn in Wunsdorf wird der Platz für die 53 bestellten Transportflieger knapp. In Süddeutschland wird das der NATO-Flugplatz Lechfeld bei Augsburg sein, der dafür die besten Voraussetzungen bietet. Das bedeutet Arbeitsplätze und Investitionen. Gute Nachrichten also, die helfen sollen, das Image des A400M aufzupolieren. Wir sind durch die schlimmste, schwierigste Phase durch. Und wir werden auf die Dauer, wird sich dieses Flugzeug seinen guten Ruf langsam aber sicher erarbeiten. Da bin ich 100% von überzeugt. Denn ich weiß, dass wenn die Kinderkrankheiten hinter uns sind, dann haben wir den modernsten Transportflieger der Welt. Dabei sind einige dieser Kinderkrankheiten noch nicht kuriert. So fehlt beispielsweise immer noch die Selbstschutzeinrichtung, die den Anflug unter Bedrohung ermöglicht. Für die Opposition ist die Maschine ein Symbol für Missstände in der Rüstungspolitik. Frau von der Leyen hat jetzt das Problem, dass sie mehr Maschinen von Airbus abnimmt, als man mal geplant hat. Und die müssen wohin gestellt werden. Ob Lager Lechfeld dafür der richtige Standort ist und ob die Kosten verträglich sind, das muss man sich in Ruhe jetzt anschauen. Um die Kosten zu senken, verhandelt die Bundeswehr gerade mit Nachbarländern über mögliche Kooperationen. Die A400M-Flotte soll multinational genutzt und entsprechend auch mitfinanziert werden. Mehr als 300.000 Besitzer von VW-Dieselfahrzeugen mit manipulierter Abgastechnik fordern Schadensersatz von dem Autobauer. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Bundesamt für Justiz meldet, schlossen sich die Autobesitzer bis zum Jahresende der Musterfeststellungsklage gegen VW an. Damit wurde für sie die Verjährung von Ansprüchen gegen Volkswagen aufgehoben. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Klage gegen VW im November eingereicht. Wie funktioniert die Musterfeststellungsklage und was sind ihre Vor- und Nachteile? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema. Bundesweit haben heute Beschäftigte der Geld- und Wertdienste gestreikt. Viele Banken bekamen kein frisches Bargeld. Händler konnten die Tageseinnahmen nicht abholen lassen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, weil die Tarifverhandlungen festgefahren sind. Die 11.000 Beschäftigten, die unter anderem als Fahrer von Geldtransportern arbeiten, fordern eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro pro Jahr über 2 Jahre. Morgen sollen die Warnstreiks weitergehen. In den seit knapp 2 Wochen andauernden US-Haushaltsstreit könnte Bewegung kommen. Präsident Trump hat für den Abend führende Kongressabgeordnete ins Weiße Haus eingeladen, um sie über Grenzsicherung zu informieren. Kern des Etatstreits ist Trumps Forderung nach $5 Milliarden für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Das Treffen erfolgt unmittelbar, bevor sich die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus zugunsten der oppositionellen Demokraten ändern. Der Präsident erhöht den Druck. Am 12. Tag der Haushaltssperre lädt Trump Spitzenpolitiker der beiden im Kongress vertretenen Parteien ins Weiße Haus. Im abhörsicheren Lagezentrum sollen sie vom Heimatschutzministerium über die Lage an den Grenzen informiert werden. Denn aus Sicht des Präsidenten ist die von ihm im Wahlkampf versprochene Grenzmauer zu Mexiko alternativlos. $5 Milliarden soll ihm das Parlament dafür bewilligen.
Let's make a deal, lasst uns ein Abkommen treffen, twittert Trump an die Adresse der Demokraten. Doch die Führungskräfte der Opposition weigern sich beharrlich, das aus ihrer Sicht unsinnige und überflüssige Mauerprojekt zu finanzieren. Es ist ein Kräftemessen mit dem Präsidenten. Ab morgen wird sie Trumps mächtigste Gegenspielerin in Washington, Nancy Pelosi. Seit mehr als 30 Jahren im Kongress wird die 78-Jährige nun wohl erneut Mehrheitsführerin der Demokraten im frisch gewählten Repräsentantenhaus. Gleich bei der ersten Sitzung soll ein Gesetzentwurf verabschiedet werden, der die Regierung wieder handlungsfähig macht und den Haushaltsstreit zumindest vorübergehend beendet. Doch weil die von Trump geforderten Milliarden für die Mauer fehlen, werden Republikaner und Präsident den Entwurf wahrscheinlich ablehnen. Showdown im Shutdown, so nennen Beobachter hier in Washington die bevorstehende Machtprobe im Weißen Haus. Beide Konfliktparteien dürften in einer knappen Stunde erneut Entschlossenheit und Stärke demonstrieren. Ein Kompromiss scheint am heutigen Tag so gut wie ausgeschlossen. Chinas Präsident Xi Jinping dringt auf eine baldige Eingliederung Taiwans unter Pekinger Führung. Die Wiedervereinigung mit der demokratisch regierten Insel vor dem chinesischen Festland sei alternativlos, so Xi in einer Grundsatzrede. Ziel sei eine friedliche Lösung. Xi schloss aber auch den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Taiwan wies die Forderung zurück. Die Botschaft kommt zu Beginn des neuen Jahres und sie ist deutlich. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will die Wiedervereinigung mit Taiwan, notfalls auch gewaltsam. Chinesen greifen keine Chinesen an. Wir sind bereit, ganz ernsthaft die friedliche Wiedervereinigung anzustreben. Wir geben aber kein Versprechen ab, dabei auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und behalten uns die Möglichkeit vor, alle erforderlichen Mittel zu ergreifen. Xi bekräftigte damit die Sicht der Kommunisten. Taiwan, die abtrünnige Provinz, die nach dem Ein-China-Prinzip zurück soll unter die Kontrolle Pekings. Der Streit um den Status der Insel, hier die Hauptstadt Taipeh, ist immer wieder Thema. Er geht auf den Bürgerkrieg zurück. Nach ihrer Niederlage gegen Mao 1949 flüchteten die Nationalisten auf die Insel. Heute ist Taiwan im Gegensatz zu China eine Demokratie. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen wies Xis Drohung zurück. Die heutige Rede von Chinas Führer hat unsere Zweifel bestätigt. Ich möchte hier wiederholen, Taiwan wird nie ein Land, zwei Systeme akzeptieren. Die Mehrheit der Taiwaner ist ebenfalls energisch gegen ein Land, zwei Systeme. Die Präsidentin will, dass sich für Taiwan gegenwärtig nichts ändert. Sie bot aber Verhandlungen an, um die Probleme zu lösen. In der russischen Stadt Magnitogorsk ist die Zahl der Toten nach der Gasexplosion in einem Wohnblock am Silvestertag weiter gestiegen. Der Zivilschutz gab bekannt, dass 27 Menschen tot geborgen wurden. Etwa 15 weitere Bewohner werden noch vermisst. Die Chancen, sie lebend zu finden, sind gering. In der Stadt Imoral liegen die Temperaturen bei minus 15 Grad. Nach einem Sturm in der Nordsee hat ein Frachtschiff etwa 270 Container verloren. Teile der Ladung wurden an die Strände der niederländischen Inseln Terschelling, Vlieland und Ameland gespült. Anwohner sammelten das Treibgut ein, darunter Schuhe, Spielzeug, TV-Geräte und Möbelstücke. Unter den Containern ist nach Behördenangaben auch mindestens einer mit gefährlichen Chemikalien. Die Lottozahlen. 5, 13, 15, 17, 19, 36, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Januar. Zwischen hohem und tiefem Luftdruck gelangt mäßig kalte Luft zu uns. Heute Nacht schneit es noch an den Alpen, sonst ist es oft klar, bevor im Nordwesten neue Wolken etwas Schnee oder Regen bringen. Vorsicht Glätte. Morgen nur regional etwas Sonne. Gebietsweise schneit es leicht, im Osten und Südosten auch stärker, im Westen in tiefen Lagen Regen. Heute Nacht außer an den Küsten und im Westen verbreitet Frost, an den Alpen minus 8 Grad. Dort morgen höchstens minus 6, in Ostfriesland bis zu 7 Grad plus.
Am Freitag im Norden gebietsweise Regen, im Osten und Südosten Schnee, im Südwesten etwas Sonne. Samstag im Nordosten, Sonntag auch im Osten Auflockerungen, sonst viele Wolken und Regen, im Süden und auf den Bergen Schnee. Um 21.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Wie umgehen mit straffälligen Asylbewerbern? Brauchen wir schärfere Gesetze? Und Tote bei Zugunglück. Warum die Brücke über den Großen Belt für Züge nicht gesperrt war? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.